Willkommen bei Kreativ mit Nina. Heute gab es ja schon ein Video und viele haben mich gefragt, wie ich das mit den Maronen mache. Die haben wir heute gesammelt. Ich trockne die und verwende die das ganze Jahr, dass wir lecker Pilzsoße haben. Meine Kinder, die kennen bereits alle Pilzarten. Falls ihr Anfänger seid, würde ich euch raten, wirklich nur Maronen zu sammeln. Und da gibt es ganz viele Tricks, wie ihr das auch erkennt, dass es wirklich Maronen auch sind. Und falls euch vielleicht doch die Unsicherheit plagt, fragt doch mal lieber Nachbarn. Ganz, ganz viele Leute gehen wirklich auch in die Pilze und sind sachkundig. Bei Maronen gibt es ganz viele Eigenschaften. Das machen wir auch gleich einmal, wie ihr könnt, dass es wirklich Maronen sind. Und ich finde, die schmecken auch am besten. Ich hatte ja auch Glucke das letzte Mal und auch Pfifferlinge. Es hat aber wirklich die Marone den besten Geschmack, wenn man sie auch einzeln lässt. Ich zeige euch auch, wie ich das mache, was ich so rausgefunden habe, was für mich am besten funktioniert. Die habe ich nämlich eine Stunde schon im Ofen gehabt. Die lasse ich nämlich auch dann kurz draußen, damit die Feuchtigkeit auch ein bisschen entweichen kann. Das sind schon die festgetrockneten und wie gesagt, das ganze Jahr leckere Pilzsoße und es gibt einfach so einen gewissen Touch auch für die Rahmsoße. So schmeckt oft die Rahmsoße ja ein bisschen so nach nix und ja, das macht es wirklich ganz gut. Das muss ich noch alles bearbeiten. Ging so schnell heute sammeln. So, zu den Maronen. Natürlich, wenn ihr die Maronen sammeln solltet, damit ihr dann so lecker trocknete Pilze habt für eure Soßen, ne? Viele mahlen auch die mit so einem Mörser und geben die so auch in die Soße rein. Farblich gibt es verschiedene Nuancen auch. Das kommt darauf an, wo der Pilz auch gewesen ist, wie viel Sonne auch dran geblieben ist. Also nach dem könnte ein bisschen nicht so gehen, aber ich habe es jetzt nass gemacht. Also sie sind ein bisschen so schlierig. Man erkennt sie oft dann auch im Regen hier. Wir haben natürlich keinen Lamellen, sondern einen Röhrenpilz und ihr könnt dann die Probe machen, dass ihr auch da drückt und dann kommt auch diese blaue Farbe. Also die tut nichts am Geschmack und sowas, also keine Angst, das hat was mit Sauerstoff zu tun und wenn wir dann das schneiden, dann werden die auch so ein bisschen blau, aber kurze Zeit im Ofen wird das alles hell, also keine Angst. Ich schneide es ungefähr so 2 mm, umso dünner natürlich, umso besser die Trocknung. Habt ihr ein Dörrgerät, ist das natürlich gigantisch. Habe ich jetzt nicht. Ich mache das im Ofen, aber ihr könnt es natürlich auch im Dörrgerät machen. Wichtig ist, dass alles viel Platz hat, dass ihr das ganz schön verteilt. Wo eine Marone ist, sind auch meistens immer mehrere. Und ich würde euch nicht raten, wenn ihr Pilze sammeln geht, dass ihr eben den Kopf abreißt und den Stängel extra reintut, wenn ihr euch nicht sicher seid. Darauf noch achten. Ihr könnt immer ein bisschen die Druckprobe machen. Umso fester, umso genialer, umso frischer ist das Ganze auch. Wenn sich der Stiel so ein bisschen wie so ein Spargel anfühlt, dann ist natürlich wunderbar. Da seht ihr links so ein kleines Fliegele. Wenn jetzt Regen ist, dann sind fast keine Fliegen. Die kommen dann eher, wenn dann der Regen aufhört und wenn es dann warm wird, wenn die dann austrocknet. Aber jetzt halt ist es Regen und jetzt sind die richtig knackig. Die Röhren isst man eigentlich bei den Älteren nicht mit, wenn die so weich sind. Bei den Jungen könnt ihr es mitessen, wenn es so richtig hart und schön knackig ist wie hier. Mal jetzt zum Vergleich mal eine ältere auch sieht, da seht ihr schon mehr die Löcher. Die links, die schneiden wir aus und die rechts, da könnt ihr auch die Röhren mitessen dann auch. Das ist ganz hartes Fleisch und man macht meistens immer die Probe, dass man den Pilz auch halbiert. Ich habe das jetzt auch nicht gemacht, weil ich wusste, die sind so schön. Keine Fliegen, keine Würmer, kaum Schnecken, weil Schnecken mögen nämlich die Marone auch sehr gerne. Was ist, wenn eine Schnecke sich vergangen hat, euren Pilz? Kein Problem, da hat sich jemand durchgefuttert schon, das schneidet man einfach weg, dann kommen so braune Pünktchen und da hat sich ein bisschen die Schnecke halt so ja, ins Fleisch gefressen, das könnt ihr einfach wegschneiden. Also deswegen ist der Pilz nicht kaputt, wenn da sich so ein Schneckchen dran vergangen hat. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz knackiger Pilz. Wenn es das durchwurmt wäre, würde man es auch hier sehen und ihr dürft auch keine schimmligen mitnehmen. Also manchmal, wenn das Ganze nass ist, auch im Dickicht, sind auch ein, zwei schimmliche, habe ich auch gesehen, die auch älter sind, wenn die ein bisschen weiß sind, nicht nehmen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, mal aufschneiden auch und dann seht ihr schon, ah, das ist super Fleisch. Also das ist wirklich super duper. Ist ein bisschen weicher der Stiel. Umso knackiger eigentlich, umso besser. Das ist hier jetzt auch ein ganz junger, der ist richtig fest. Also da schlägt ein Pilzsammlerherz auch höher. Also wie gesagt, Maronen würde ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr Anfänger seid. Wenn ihr schon ein bisschen erfahrener seid,
gerne dann auch andere Pilzarten. Wir haben auch unsere 5, 6 Pilzarten, die wo wir immer suchen und wo wir auch in unserem Wald auch immer finden. Geputzt wird das Ganze mit so einem kleinen Messerchen, mit so einem Teufelchen, und da kratzt man das eigentlich nur runter. Also man wäscht auch die Pilze nicht. Das kennt man ja von den Champignons auch, dass man das ein bisschen so abbürstet. Vielleicht habt ihr da noch so einen Schrubber, so einen Abbürster, und dann wird das dann geschnitten, diese 2 mm, und verteilt. Falls ihr Anfänger seid, wie gesagt, nicht extra die Stiele und die Kappen runter machen, weil das wird nämlich ein Fachkundiger auch nicht sehen, was der Stiel ist und was auch die Kappe der Hut ist. Also das immer dran lassen, wenn ihr es nochmal kontrollieren auch lässt. Ich schneide hier jetzt auch alles weg und kratze hier nochmal die restlichen Röhren auch ab. Und das Fleisch kann man alles essen, da werde ich jetzt nochmal ringsherum schneiden. Und das ist jetzt halt unser schönes, sieht aus wie so ein Stück Brot. Dann noch ein bisschen alles wegkratzen, und dann wird es geschnipselt, genauso wie die kleinen auch. Natürlich umso dünner, wie gesagt, umso besser. Macht es ruhig mal die Druckprobe, wenn der schön knackig ist. Ja, man merkt es dann auch, wenn man es herauszieht. Ja, zu der Temperatur wichtig auf jeden Fall Umluft zwischen 50 und 70 Grad ist so die Tendenz. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann es auch ein bisschen höher drehen und dann muss man ein bisschen reinschauen und den Spalt offen lassen, dass die Feuchtigkeit entweicht. Ich habe es schon auf 2 Steps auch gemacht, so 2-3 Stunden. Ja, ihr könnt es aber auch nochmal rausnehmen und dann am nächsten Tag auch nochmal reinmachen. Wichtig ist, dass euch die halt nicht verbrennen und schön trocken werden. Da zeige ich auch schon, wie ich dann meine Suppe mache, beziehungsweise Soße. Die getrockneten Pilze fertig sind, werde ich das Ganze mit Wasser aufkochen dann auch und ganz normal dann mein Süppchen auch machen mit Rahm und auch Sahne und Kräuter sind für mich ganz, ganz wichtig, und es gibt auch dann einen gewissen Geschmack dann auch her. Wie gesagt, gemahlen habe ich es jetzt noch nicht, aber ein Nachbar hat mir erzählt, der trocknet es immer und malt es auch und würzt dann auch seine Suppen und seine Soßen. Ich wünsche euch viel Spaß im Wald, ob es beim Spaziergang ist oder beim Sammeln. Und ja, fragt doch mal einen Nachbar, ob ihr da mitgehen könnt. Learning by doing, sag ich bloß. Und ja, habt eine kreative Zeit. Ciao. Und ich sehe da hinten nochmal eins. Seht ihr da auch eins? Ja. 2 Stück. Stopp, bleib stehen. Und du auch. Da, geh hin.